Herzlich willkommen hier bei einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Psychoanalyse gehen. Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das Ganze könnt ihr machen, indem ihr jetzt kostenlos unseren Kanal abonniert und gerne auch ein Like da lasst. Ein kostenloses Abo unterstützt uns wirklich riesig. Dementsprechend lasst jetzt ein Abo da. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Zuvor guckt gerne die Links in der Videobeschreibung an. Dann würde ich sagen, starten wir. Und zwar geht es ja heute um die Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse ist eines der bekanntesten Werke von Sigmund Freud. Er hat das Ganze in seinem Werk aus dem Jahr 1900 verfasst. Das ganze Werk hieß Traumdeutung und dementsprechend ist die Psychoanalyse auch genau das. Denn die Psychoanalyse ist die Traumdeutung von Träumen, welche das innere Verlangen widerspiegeln. Das heißt, das Ganze kann man anhand des Eisbergmodells erklären. Man geht sozusagen in das Unbewusstsein, guckt sich dort an, was sozusagen den Menschen im tiefsten Inneren beschäftigt, was seine tiefen inneren Verlangen sind. Wenn man das in Drei-Instanzen-Modell betrachtet, dann sind das eben die inneren Triebe, die einen anhalten, sozusagen etwas zu tun. Und meistens sind es eben Sachen, die einen seit der Kindheit beschäftigen, die seitdem mitgegeben wurden. Und dementsprechend ist das so interessant, sich die Psychoanalyse anzugucken. Und dementsprechend nutzt er auch dafür die vorher genannten Theorien, die ich jetzt hier einmal aufgezeigt habe, eben besonders wichtig das Drei-Instanzen-Modell und das Eisberg-Modell. Was aber auch durchaus interessant ist, ist, wie er die Phasen der psychischen Entwicklung bzw. psychosozialen Entwicklung beschrieben hat, denn insbesondere in der phallischen Phase, wo eben laut ihm ja ein gewisser Konflikt auftritt, haben wir hier häufig eben dadurch, dass der Ödipus-Komplex zum Beispiel auftritt, haben wir eben häufig, dass Träume sozusagen geprägt werden und Verlangen geprägt wird, eben unter anderem dadurch, wie die Eltern mit einem umgehen. Und das Ganze hat er anhand eines bekannten Beispiels eben dargestellt. Er hat eine Patientin gehabt, die hieß Anna O, beziehungsweise in seinen Aufzeichnungen tritt die als Anna O auf. In Wahrheit hieß sie tatsächlich Bertha Pappenheim. Das hat man da im Nachhinein herausgefunden und sie ist der bekannteste Fall, den Sigmund Freud mit Hilfe seiner Psychoanalyse sozusagen analysiert hat. Und da hat er herausgefunden, dass bestimmte Krankheiten, die sie einfach hatte, psychische Krankheiten, zurückzuführen sind auf ihre frühe Kindheit. Und diese frühe Kindheit war eben geprägt dadurch, dass sie zum Beispiel nie einen richtigen Vater, Vaterumgang hatte und dementsprechend einen Ödipus-Komplex erlebt hat, der dann dazu geführt hat, dass sie eben ja, Probleme im späteren Leben hatte. Und Freud wandte hier halt seine Theorien an. Das heißt, er hat einerseits eben diese psychosoziale Entwicklung betrachtet, andererseits aber auch betrachtet, okay, wie wirkt da der Eros, also der Liebestrieb, und wie wirkt auf der anderen Seite sein Eisbergmodell, wie ist das alles im Unbewusstsein verankert. Und das hat er dann mit Hilfe der Psychoanalyse, also der Traumdeutung, versucht aufzudecken und das Ganze dann eben übertragen und erklären können. Und so konnte er ihr dann letztendlich helfen, indem er diese Probleme aufgezeigt hat und das dann dementsprechend behandelt bzw. mit ihr enorm besprochen hat. Das ist eben eines der bekanntesten Beispiele bzw. das bekannteste Beispiel, was er ja vorgefunden hat. Und damit soll es das gewesen sein von diesem kurzen Video rund um die Psychoanalyse. Ihr könnt euch gerne andere Videos rund um Sigmund Freud noch angucken. Das soll es aber jetzt gewesen sein von diesem Video. Gerne könnt ihr unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast auschecken. Ansonsten guckt in die Videobeschreibung, sind auch noch ein paar Links zu unserem Instagram. Das soll es aber gewesen sein. Haut rein und ciao. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Ihr seht, heute gehen wir mal in die Details von der Biografie von Sigmund Freud. Viel Spaß beim Video. Zuvor würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr hier ein Like da lasst, gerne unseren Kanal abonniert. Das ist für euch kostenlos, ist einfach eine kleine Unterstützung für uns. Dementsprechend würden wir uns da riesig freuen, wenn ihr jetzt gerne ein Abo da lasst. Ansonsten guckt den Links in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der Biografie. Und das Spannende ist, Sigmund Freud ist praktisch der erste von ganz vielen berühmten und bekannten Denkern bzw. ja, einfach Menschen, die ganz spannende Sachen in der Psychologie entdeckt haben. Unter anderem hat er ja Erikson inspiriert, aber auch seine Tochter Anna Freud hat er inspiriert und eben dazu angeregt, weiteres zu erforschen. Und sein Lebensweg beginnt am 6. Mai 1856 in Freiberg. Dort wird er geboren und lebt dort auch relativ lange, relativ glücklich. Ist Teil einer ja, kaum religiösen Familie.
und wächst sehr behütet auf, auch in einem akademischen Haushalt, das ist sicherlich auch wichtig. Dann, wenn man guckt, dass er 1873 bis 1885, also 12 Jahre lang, dann eben Medizin studiert. Er habilitiert, also wird dann Professor als Neuropathologe. Also er hat einen durchaus beeindruckenden Lebensweg vor sich, beziehungsweise beschreitet einen beeindruckenden Lebensweg. 12 Jahre würden vielleicht viele vom jetzigen Bachelor-Master Studiengängen lange bezeichnen, aber 12 Jahre ist ja für das Medizinstudium und die Habilitation wirklich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, den er da begangen hat, und dementsprechend ist das allein diese Zeitspanne schon sehr interessant. Umso beeindruckender ist, dass er dann 1885 und 1886 die Hysterien bei Frauen entdeckt. Er arbeitet dann in der Pariser Nervenklinik, das heißt, er kommt relativ früh auch schon relativ weit rum. Eben in Frankreich arbeitet er dann auf einer Intensivstation und guckt sich das Ganze dann dort an. Die Hysterien entdeckt er dann, und das ist dann später praktisch die Grundlage für das, was er dann später entdecken wird, nämlich die Traumdeutung, die Psychoanalyse, die er dann eben entdeckt. Und das kommt 1900 raus. Es ist sehr wahrscheinlich eines seiner bedeutendsten Werke, die er in dieser Zeit überhaupt herausbringt. Danach folgen noch relativ viele sehr interessante Werke, sehr interessante Habilitationsfortsetzungen sozusagen. Und das Ganze wird dann aber unterbrochen durch die erschreckende Nachricht, die er dann 1923 bekommt, im Jahr 1923 bekommt, denn bei ihm wird Krebs diagnostiziert. Und wir wissen alle, damals war natürlich die Forschung noch lange nicht so weit, wie das Ganze heutzutage ist. Heute ist es immer noch eine starke und schwierige Krankheit. Aber wir sehen, 1923 wird das diagnostiziert. Er hat dann aber doch glücklicherweise noch eine relativ lange Zeit zu leben. Er lebt noch 16 Jahre weiter und wird dementsprechend auch sehr alt. Also er wird über 80 Jahre alt, was natürlich ein sehr hohes Alter auch für die damalige Zeit schon ist. 1939 verstirbt er in London. In der Zwischenzeit passieren aber noch ganz wichtige und elementare Dinge, die ja auch den heutigen Unterricht noch enorm beeinflussen, auch die heutige Psychologie noch enorm beeinflussen. Wenn wir uns einmal angucken, 1923 bis 1930 erarbeitet er nämlich das Drei-Instanzen-Modell. Und dieses Drei-Instanzen-Modell ist ja auch über die Grenzen der Psychologie sehr interessant geworden, wenn wir uns dann die Philosophie angucken. Das heißt, dort hat er ja auch sehr interessante Denkanstöße vielleicht auch für weitere ergeben, und das immer im Auge damit, obwohl er in dieser Zwischenzeit 30 Operationen hinter sich bringen musste. Das heißt, er hat da sehr viel durchleiden müssen, war immer durch seine Krankheit geprägt. Deswegen hat es vielleicht auch diese 7 Jahre gedauert für das Drei-Instanzen-Modell. Aber es ist nun auch ein sehr großes Werk und dementsprechend natürlich super interessant. Und dann 1930 bringt er eben das Unbehagen in der Kultur heraus, und das ist dann sozusagen nochmal sein finales Werk, was er der Religion widmet, was er über die Religion schreibt und was er damit dann natürlich auch stark geprägt ist durch eben die Einflüsse seines Elternhauses, dass er relativ unreligiös aufgewachsen ist. Das gucken wir uns dann später aber in weiteren Videos an. Zuvor würden wir uns aber freuen, wenn ihr uns jetzt auf Instagram gerne folgt und auch gerne unseren Podcast mal reinhört. Da haben wir auch einiges für euch. Vielleicht hört ihr das ja sogar schon als Podcast, denn alle Folgen, die hier erscheinen, sind immer auch als Podcast verfügbar. Also würden uns riesig freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ansonsten soll es aber gewesen sein von uns, von heute. Und dann würde ich sagen, guckt in die Links in der Videobeschreibung. Haut rein, abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da und ciao. Willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Abwehrmechanismen nach Freud gehen. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und zuvor würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Das Ganze könnt ihr tun, indem ihr jetzt auf den Abo-Button klickt. Das Ganze ist für euch kostenlos und ist dementsprechend eine Riesenunterstützung, wenn ihr uns jetzt kostenlos abonniert. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt ins Video rund um die Abwehrmechanismen. Und zwar geht es bei den Abwehrmechanismen darum, eine unbewusste Reaktion, einen Schutzmechanismus zu kreieren, den Sigmund Freud eben entdeckt hat. Und diese unbewusste Reaktion findet dementsprechend auch im Unbewusstsein bzw. im Vorbewusstsein statt. Und zwar ist das sozusagen der fließende Übergang zwischen diesen beiden Teilen des Eisbergmodells. Das heißt, bevor man ins Unbewusstsein eindringt, bevor man die inneren Verlangen einer Person sozusagen darstellt, hat man nochmal einen letzten Schutzmechanismus, der das Ganze sozusagen abwehren soll. Und damit ist es eben, wird es eben ermöglicht, dass auch das Vorbewusstsein durchaus geschützt wird, weil je nachdem, welches Modell man sozusagen anwendet, können diese Abwehrmechanismen durchaus auch im Vorbewusstsein schon vorzufinden sein.
Das Ganze dient dann der Vorbeugung einer Überwältigung durch eben Emotionen geleitetes Verhalten. Und diese Überwältigung kann eben dazu führen, dass man zum Beispiel psychischen Problemen ausgesetzt wird. Also das, was im Grunde Freud im Kern auch interessiert hat, was Freud im Kern sozusagen analysiert hat. Dementsprechend soll das eben der Schutz sein, der hier durch diesen Mechanismus, des Abwehrmechanismus sozusagen hervorgerufen wird. Das Ganze kann allerdings auch dazu führen, dass das Ich erschöpft wird, dass es eine Strapazierung sozusagen gibt, so hat er das genannt. Diese kann dann zu weiteren Problemen führen. Das heißt, wenn konsequent sozusagen jemand auf diese Abwehrmechanismen zurückgreift, weil er eben seine unbewussten Sachen verhindern möchte, die nicht offenlegen möchte, weil er ein noch tiefer gehendes psychisches Problem hat, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, dass das Ich auch erschöpft wird. Dabei entstehen die Abwehrmechanismen relativ früh, circa vom 3. bis zum 6. Lebensjahr. Das heißt, das Ganze ist in der dritten Phase der psychosozialen Entwicklung sozusagen anzusetzen, in der phallischen Phase, und ist dementsprechend ein Kernmerkmal seines Modells der psychosozialen Entwicklung, der verschiedenen Phasen, die dann natürlich auch wieder umgekehrt auf die anderen beiden Modelle, die sehr bekannt sind von ihm, anzuwenden sind, also auf das Drei-Instanzen-Modell und auf das Eisberg-Modell, wo wir ja auch schon weitere Videos gemacht haben. Falls euch die interessieren, guckt gerne unsere Playlist rund um Sigmund Freud. Ansonsten haben wir jetzt nochmal 4 Beispiele von Abwehrmechanismen, die euch bestimmt nochmal interessieren. Und zwar geht es dabei einmal um die Rationalisierung. Das heißt, man versucht durch einen Abwehrmechanismus eine unbewusste Reaktion zu verhindern, die ja emotionsgeleitet ist. Und das versucht man, indem man etwas wegrationalisiert. Das heißt, dass man eine intellektuelle Erklärung findet für etwas, was vielleicht durch Emotionen eben hervorgerufen wurde. Das heißt, wenn man zum Beispiel durch Emotionen sich an seine Vergangenheit versucht zu erinnern, dann versucht man das Ganze wegzurationalisieren. Das ist also der Mechanismus des Abwehr, der erste Abwehrmechanismus, den wir euch hier zeigen wollten. Ich denke, das ist vielen auch aus dem täglichen Leben sogar bekannt, denn diese Abwehrmechanismen lassen sich durchaus auch in dem täglichen Leben zu finden. Zum Beispiel auch die Projektion des Problems auf eine weitere, häufig unbeteiligte Person. Das könnt ihr sicherlich alle nachvollziehen. Ihr habt einen schlechten Tag in der Schule gehabt, ihr habt einen schlechten Tag auf der Arbeit gehabt und dann kommt ihr nach Hause und es kommt nur eine ungünstige Bemerkung, die da in diesem Moment einfach gar nicht hingehört oder die ihr nicht erwartet habt, die euch schief kommt sozusagen. Und diese Bemerkung kann dann dazu führen, dass ihr einfach alles rauslöst. Nach dem Dampfkesselmodell jetzt hier so ein bisschen nach Nolting könnte man das übertragen. Also das kann man, seht ihr könnt diese Abwehrmechanismen wunderbar mit Aggressionstheorien kombinieren. Das aber nur kurz angemerkt. Auf jeden Fall, diese Projektion des Problems kann eben dann dazu führen, dass ihr den Dampf sozusagen rauslasst und versucht, einfach alle eure Probleme auf etwas anderes zu projizieren. Und dadurch könnte man laut Freud dann eben verhindern, dass eine unbewusste Reaktion durchgeführt wird, beziehungsweise dass man ans Unbewusstsein dringt. Die Sublimierung, also ein weiterer Abwehrmechanismus, ist dann die Idee, dass man etwas nicht Vorhandenes auf etwas Erhabenes sozusagen strapaziert. Das heißt, dass man einen Prozess nochmal anders sieht, dass man sich sozusagen dadurch beschützt, dass man etwas hineininterpretiert, was tatsächlich gar nicht vorhanden ist. Und so ist laut Freud eben die Möglichkeit gegeben, dass ihr mit diesem Abwehrmechanismus versucht, etwas nicht wahrzunehmen. Und was nicht wahrzunehmen, ist auch der letzte Abwehrmechanismus, und zwar die Verleugnung eines Konflikts. Die kann eben dazu führen, dass ihr nicht an dieses Unbewusstsein kommt, an das Vorbewusstsein kommt, weil eben unbewusst eine Reaktion stattfindet, die dazu führt, dass ihr den Konflikt, der tatsächlich stattfindet, einfach verleugnet und dadurch eben einen Abwehrmechanismus in Kraft tritt, der dann gar nicht die Möglichkeit offenbart, überhaupt an dieses Unbewusstsein dranzukommen. So habt ihr eben die Möglichkeit, oder so werden die Möglichkeiten von Freud beschrieben, diese verschiedenen Abwehrmechanismen durchzuführen. An dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken beim Video. Falls euch noch weitere Videos interessieren, abonniert gerne unseren Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Also jetzt einfach auf den Abo-Button klicken, kostet euch nichts. Ist eine Riesenunterstützung für uns. Ansonsten könnt ihr gerne Kommentare schreiben, falls ihr Ideen für weitere Videos habt. Lasst ein Like da und schaut gerne bei unseren anderen Videos vorbei. Ansonsten haben wir noch Instagram und unseren Podcast in der Videobeschreibung verlinkt. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Haut rein und ciao. Willkommen hier.